Guten Abend, YouTube. Ja, wie man sieht, hier ist nichts mehr. Ja gut, an der Seite ist noch was, aber ne, ich habe aufgeräumt, damit die Kiste hier rein kann. Morgen schieben wir den hier rein. Heute Abend werde ich das ohne Auspuff nicht mehr machen mit dem Renault. Ja, gleich ein paar Sachen überlegt, um ein paar Dinge aufzuheben. Hier sind meine Auffahrrampen an der Wand. Ja. Noch so ein paar Dinge, die man gerne irgendwo unterbringen kann. Zu einem nicht ständig vor den Füßen rumeimern. Dann habe ich die wichtigsten Werkzeuge, die man quasi per Schnellzugriff immer braucht, mal jetzt hier eingeordnet. Ja, der Hammer ist das Wichtigste. Wenn ich nicht weiterkomme, haue ich drauf. Ja. Meine Spezialknarren, Ratschen, der Hebelsatz, ja. Das da oben ist übrigens auch ein Vielfachschlüssel. 2117, der Geier weiß, was da alles dran ist. 12 und 8, total unsinnig. Ich habe dir Geschenk gekriegt, von daher. So, was haben wir denn hier? Da ist 1419, 1721. 10, 13, 12, 8. Ist für unterwegs gar nicht mal so schlecht. Und gelegentlich auch, wenn man. Ja, gut, da muss man schon wirklich gut zugängliche Schrauben haben. Sonst nervt das Ding. Ansonsten ist der hier wesentlich besser. Da sind alle dran: 10, 13, 17, 19. Das, was man halt so, ne, üblicherweise braucht. Tja, ansonsten habe ich so das Gängigste hier aufgehängt, damit man es quasi neben dem Motorraum sofort hat. Naja, kennt ja jeder, ne? Ich bin übrigens im Besitz von, sage und schreibe, 7 13er Maulringschlüsseln. Und da sind die gekröpften Ringschlüssel noch nicht dabei. Jetzt habe ich einen rausgehauen, ne? Ich habe auch 10er Nüsse. Unendlich viele. Ja, das ist das Gute, wenn man auf dem Flohmarkt auch Teilkästen kauft, ja, wo nicht mehr alles da ist. Tja, naja. Ja. Da haben wir auch noch wieder ganz gut aussortiert, beziehungsweise einsortiert. Der Rest davon hängt an der Wand. Ja. Hier habe ich wieder bestückt. Ja. Hier ist dann alles detailliert von 6 bis wie viel habe ich? Was für Dinger habe ich hier rumliegen? 32. 32 reicht. Das ist mein Kühlerlüfter. Ja. Zangen alle wieder in Reihe und Glied. Der Zentralschlüssel. Verlängerung und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, gelegentlich muss halt mal einmal alles weg. Das hier oben ist übrigens ein Spezialschlüssel für einen Ford, für den Ölfilter. Anders kommt man nicht dran. Ja. Ja, manchmal muss man Schlüssel halt dran glauben. Ich kaufe halt auch Schlüssel, wenn die irgendwo in einem Discounter zu haben sind. Ja, wie gesagt, der wird morgen hier reingeschoben, so dass er jetzt gerade, dass er gerade steht. Eingelenkt ist er schon. Ich denke mal, der wird ungefähr hier wird er mit den Vorderrädern landen. Dann wird er aufgebockt. Wagenheber liegt da schon. Den habe ich übrigens auch gebraucht gekauft. 50 Euro. War ein Landwirt. Der musste etwas was etwas Kräftigeres haben oder einen neuen ne, Trecker gekriegt hat. Den hat er damit nicht hochgekriegt. Was kann der eigentlich? Keine Ahnung. Kann man nicht mehr lesen. Reicht auf jeden Fall. Geht ganz bequem. Ja. Ja, jetzt sieht das wieder eigenermaßen gut aus. Man kommt überall hin. Die Werkzeuge hängen ganz gut. Ja, wie gesagt, der muss hochgehoben werden. Auf die Rampen. Ein Rad allerdings muss in der Luft sein, damit ich die Räder drehen kann, damit ich die Kardanwellen lösen kann. Sonst wird das echt blöd. Stimmt gar nicht. Kardanwellen muss ich nicht lösen.
damit ich die Getriebeschrauben rauskriege. Anlasser muss raus. Dann, dann geht das. Dann läuft das. Wie gesagt, ich bereite alles vor. Wenn Montag der Kran kommt, dann soll hier eigentlich alles fertig sein. Ich gehe auch mal davon aus, wie gesagt, die Haube geht runter. Die nehmen wir ab. Und wir werden wahrscheinlich die Luft aus den Reifen lassen, dass er ein bisschen tiefer kommt, dass der Kran nicht so wahnsinnig hochheben muss. Also wie gesagt, wenn alles gelöst ist, der Motor vom Getriebe runter ist, dann dann also Kran zusammenbauen, rausheben, ne? Und damit er nicht so ackern muss, beziehungsweise damit je höher man den Kran hebt, umso instabiler wird das alles. Und da ist ziemlich egal, welchen Motorkran man hat, wird es instabil. Außerdem möchte ich nicht, dass das Ding hier vorne drauf landet. Hier ist nämlich noch ein Kühler drin. Klima. Ja. Ja, es ist nicht mehr viel. Downpipe. Getriebe ab. Ja, ich denke, Motor ist der Motor draußen. Die vier Schrauben von der Haube runter. Die Haube stellen wir raus. Jetzt Feierabend. Bis morgen. So, der nächste Tag. Wie der Wagen hier reingedrückt wurde, habt ihr gesehen. Mittlerweile ist er wieder ein bisschen draußen. Wie gesagt, ich brauche Platz zum Rangieren. Mittlerweile ist der Motorkabelbaum auch aus dem Sicherungskasten raus. Hier vorne ist ein Sicherungskasten. Wird im Grunde genommen ist das total einfach. Das sind zwei normale Schrauben raus, fertig. Der liegt jetzt hier oben drauf. Ich habe ein bisschen sauber gemacht hier vorne. Der Kühler-Support ist komplett raus. Der liegt da vorne. Ja. Da ist jetzt nur noch der Klimakondensator drin. Ja. Ein bisschen sauber gemacht, damit ich gleich ein bisschen Rostlöser da überall hinsetzen kann, wo ich ihn hinsetzen möchte. Wie zum Beispiel da, Downpipe, ne? Werde gleich den Ofen hier anmachen, dass er ein bisschen besser durchtrocknet. Das Wasser verschwindet hier relativ schnell. Dank der Fugen. Das wird später mit der betonierten Fläche alles ein bisschen problematischer. Obwohl ich da wahrscheinlich auch einen Abfluss setzen werde. Ist natürlich recht einfach. Ich lasse die Steine sowieso drunter liegen. Dann wird eine Reihe Steine rausgenommen. Ein Ablauf gesetzt, der draußen oder hier drinnen, weiß ich noch nicht so ganz genau, in eine Tonne geht. Ölabscheider. Dass das nicht alles draußen irgendwo landet. Ja. Das versickert alles relativ schnell. Wie gesagt, das war früher ein Stall. Hier unten drunter liegt auch Folie, also hier kann nichts passieren. Ja. Alles wunderschön. Auf den Holzklötzen steht er jetzt schon, weil ich unten drunter noch das Getriebe abmachen muss. Da steht er sicher drauf. Hinten ist er blockiert. Trotzdem er auf P steht. Ja, wenn ein Rad oben ist, rollt immer noch ein bisschen was. Ja. Ja, dann entscheidet sich das morgen. Wenn das Ding morgen kommt, hoffe ich doch stark, baue ich das auf die Schnelle zusammen. Da kam ein Kommentar, dass da Weichschrauben drin verwendet werden in diesem bei diesem Motorkran. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Ich habe bei meiner Werkstattpresse da hinten zum Beispiel, habe ich auch alle Schrauben gegen 8/8er ausgetauscht. Die Chinesen sind da teilweise etwas optimistisch, was die Haltefähigkeit von Schrauben angeht. Nee, nee, ist mir bewusst. Aber danke für den Hinweis. Man kann, wie gesagt, nicht alles wissen, ne? Manche Leute wissen es nicht und liegen dann da mit dem Motor auf dem Boden. Ja. Nee, ansonsten jetzt noch die Downpipe runter, hinten vom Getriebe abschrauben und dann hängt er frei, der Motor. Dann muss ich mir noch überlegen, wie ich den anhebe. Wahrscheinlich werde ich, ne, Balancer, totaler Quatsch. Ich werde einfach Spanngurte nehmen.
Die kann ich mir auf die Länge zurechtsetzen und kann das dann ja hochheben. Wahrscheinlich werde ich dann einmal unterschlaufen den kompletten Motor und oben dann in den Haken setzen. So, dass er jetzt so, wie er jetzt hier drin sitzt, er sich ne, ein bisschen schräg nach hinten wieder ans Getriebe angesetzt werden kann. Ich muss mir die Neigung einfach merken. Ne? Die letzten paar Millimeter kann man dann mit dem Getriebe ranziehen, also mit den Schrauben. Nicht so das Problem. Ja, heute werde ich das nicht mehr abschrauben. Wie gesagt, hier unten ist alles nass. Ich habe ein bisschen sauber gemacht. Den Wagen hier drin, weil draußen geht nicht. Hier drin, wie gesagt, liegt Folie drunter. Das kann alles nicht weg. Aber das werde ich auch, wie gesagt, nochmal erneuern. Ja. Hat sich schon bewährt, die ne, wichtigsten Werkzeuge da an der Wand zu haben. Geht wesentlich schneller. Man muss nicht suchen. Man muss nicht um die Ecke laufen. Gelegentlich hat man mal eine Initialzündung und dann geht das einfach los. Ja. Alles eine wunderschöne Arbeit. Ja. Tja, Getriebe. Moment, ich mach das Licht an. Sieht man nicht viel, ne? Hier guckt auch nichts raus, ehrlich gesagt. Aus Sicherheitsgründen, ne? Wenn man damit durch schweres Gelände fährt, soll da ja auch nicht alles auf dem Boden rumschlagen. So, einmal runterlegen. So. So, hier sehen wir den Anfang vom Getriebe. Das ist die Getriebeglocke. Diese Schrauben müssen alle raus. Auf der Vorderseite, das zeige ich, wenn ich es mache, ist noch die Öffnung für den Drehmomentwandler. Das sind drei Schrauben. Die müssen aus dem Schwungrad raus, beziehungsweise aus dem Anlasserritzel. Ja, hier hinten sitzt das Verteilergetriebe, etc., etc. Hier ist das Verteilergetriebe. Das habe ich auch noch ein paar Mal liegen. Einmal komplett überholt. Ja, Getriebe ab. Das sollte relativ schnell gehen. Man kommt bis auf die oberen an alle relativ gut und schnell dran. Und dann hat sich das eigentlich auch schon erledigt mit dem Motor. Ja, der ist da. Und schön ölglänzend. Ach, das nervt. Naja, war ja auch undicht. Kein Wunder. Ja, nur sitzt sie auf dem Boden. Tja. Ja, die Reifen. Wie gesagt, jetzt steht er hier auf den Böcken. Und ja, meine Böcke, die er normalerweise zum Aufbocken nimmt, sind bei dem Auto ziemlich vergebens, weil das Auto im Ruhezustand ohne Hochheben schon zu hoch ist für die Dinger. Ja, man könnte die unter den Rahmen setzen und dann doof gucken, weil sie nichts zu greifen kriegen. Ja. Nee, deswegen steht er jetzt hier drauf. Wenn das Getriebe abgeschraubt ist, kommt er hier runter. Und ich lasse die Luft aus den Reifen. Ja, das sind gute 20 cm, die an Höhe sind, verschwinden. Mal aufstehen. So. Der Motor ist zwar nicht wahnsinnig groß, also nicht wahnsinnig lang, aber ziemlich tief. Das ist das Problem. Ne? Wir müssen den Kran ja nicht überanspruchen. Und hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, habe ich. Ja, das ist mit den 20 cm kriegt man den dann relativ gefahrlos da raus. Wollen wir hoffen, dass das alles so klappt mit der Reparatur und dass er wieder rein kann. Ansonsten geht der hier ohne Motor raus. Dann wieder mit aufgepumpten Rädern. Da oben, ne? Geht relativ schnell mit dem Kompressor. Auch wenn der Kompressor sonst nicht viel taucht, aber das geht. Ja, dann kann man den ganzen Kram aus dem anderen rausholen. Der Pusher hat sich bewährt, ihr habt es gesehen. Klingt total schade. Naja, läuft alles scheiße, ne? Steht schon seit Ewigkeiten hier rum. Ich weiß nicht, ob da schon irgendwas angeknabbert wurde. Keine Ahnung, hat aber geklappt. Mein Gott. Ja, für ein Auto, was eigentlich schon längst auf dem Schrott landen sollte. Er hat seinen Dienst getan und wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Mal hinkriegen. Ja, wie gesagt, wenn der Motor nicht auf die Schnelle zu reparieren ist, raus mit dem Auto, den gelben hier reinpushen und dann, ja, aus dem gelben den Motor, beziehungsweise die komplette Front werde ich rausschneiden. Ja, wo die Scheinwerfer jetzt drin sitzen, etc., etc., also hier praktisch das ganze Teil,
bis unten hin wird rausgeschnitten. Dann kann ich den Motor ganz bequem nach vorne rausheben. Mit Getriebe, mit Verteilergetriebe. Da sind nicht viele Befestigungspunkte. Das ist einmal hier vorne, sind zwei Punkte. Das Getriebe sitzt auf einer Getriebetraverse, die sitzt an vier Schrauben und das war es dann großartig. Mehr Haltepunkte hat das Ganze nicht, dann kann ich es nach vorne rausziehen. Dann wird das hier draußen zerlegt. Ne? Motor, Getriebe, Verteilergetriebe. Das sieht übrigens so aus, das Verteilergetriebe. Ne? Hier kommt praktisch die Kraft vom Motor an, also vom Getriebe. Und da sind die Antriebswellen nach vorne und hinten für die Kardanwellen. Ist auch kein Kunstwerk, dieses Gerät. Das ist übrigens das Verteilergetriebe, was hier ursprünglich drin war. Wir haben das Verteilergetriebe mit dem Automatikgetriebe zusammengewechselt. Deswegen lässt sich das jetzt auch total bescheiden schalten. Weil unglaublich viele Kilometer runter. Und nie irgendwas dran gemacht. Ja, das war es erstmal von heute. Mehr wird hier nicht mehr passieren. Das muss alles trocknen. Und dann werden wir sehen, was morgen so alles passiert. Ich hoffe, dass die Post relativ pünktlich kommt, dass der DHL-Bote mich nicht erschießt für den Mist, den ich bestellt habe. Wiegt ja auch ein bisschen was. Unsere Auffahrt ist ziemlich lang und die können hier nicht reinfahren, beziehungsweise die fahren nie hier rein und ja. Ja, die mögen uns total für die ganzen schweren Sachen, die wir bestellen. Alleine schon das Paket mit den Bremsscheiben. Nee. Wir sind nicht sehr beliebt. Alles klar. Wir sehen uns morgen. Hallo aus dem Untergrund. So. Getriebe ist so eigenermaßen runter. So, jetzt muss ich hier drin die Wandlerschrauben entfernen. Meine Frau dreht mal vorne am Rad. Dreh mal am Rad. Noch ein Stück. Kleines bisschen. Ja, stopp. So, hier sieht man die erste Schraube. Damit ist der Motor mit dem Wandler verbunden. Und das sind drei Stück. Wenn die raus sind, ist der Motor nicht mehr mit dem Getriebe verbunden. So, und weil das extrem schmierig hier ist, mache ich jetzt wieder aus. Bis später. Da ist der Motor. Ab auf die Palette. Mal gucken, dass er nicht nach da fällt. Passt. So. Ja, auf den Motorkran konnte ich leider nicht warten, da DPD Geschichten erzählt. Von wegen, wir wären nicht anzutreffen gewesen. Ja. Der Nachbar hilft. Finde ich gut. Ich wollte den Motor unbedingt heute draußen haben. Perfekt. Ja. Das sieht doch schick aus. So, ich muss mal kurz unterbrechen, muss den Motor gerade machen. So, da ist der gute Motor. Ja, also wie gesagt, DPD hat dummes Zeug erzählt. Wir wären angeblich Samstag, sollte der schon kommen. Wir wären nicht anzutreffen gewesen. Ja. Wir haben Videoüberwachung. Überall. Auf dem ganzen Grundstück, nachdem die uns Discovery schon geklaut haben. Ja. Von daher, großer Schwachsinn. Habe ich der guten Tante dann auch gesagt. Und die meinte dann, mit kann ich nicht viel anfangen. Ich brauche einen Motorkran und einen Motorständer. Und hab die, die wollte dann nichts mehr dazu sagen und ich soll mich an die Firma wenden. Und die Firma sagte dann so von wegen, ich mache jetzt mal Druck. Und
Dann kriegen wir das auch relativ schnell auf die Reihe. Morgen kommt der ganze Kram. Ja. Gut. Aber wie gesagt, den Motor wollte ich heute draußen haben. Bis der Kram nämlich kommt, wollte ich noch ein bisschen was machen. Am Motorraum. Am Motorraum selbst. Ja. Und ja, sieht doch schon alles ganz schick aus. Ja. Das Schwungrad sieht ein bisschen anders aus. Das Zahnrad. Als bei dem anderen. Sehr seltsam. Jo, okay. Melde mich gleich wieder. Und da bin ich wieder. So, wollen wir mal gucken. Licht. Viel Licht ist heute nicht mehr. Ja. Ah, hier ist noch eine Lampe. Ja. Die Sachen, wo man vorher nicht dran gekommen ist, das ist auch nur oberflächlicher Rost. Ne? Also, ne? Werde ich jetzt mal vernünftig. Ne? Ohne Motor geht es halt am besten. Ne? Das sind nur noch die beiden Teile. Ne? Da steckt der Motor drüber. Ansonsten hat er nichts. Ja, ist ja auch genug Öl drauf. Wie soll es rosten? Ne? Ja. Also aktuell. Tja. Muss ich gucken. Morgen eine große Folie hier drunter legen oder eine große Wanne. Ich glaube, ich habe noch eine. Und dann mal abwaschen. Abschleifen. Dann gucken, dass wir den ganzen Scheiß da konservieren. Ja. Das da ist übrigens der Wandler. Ja. Da sieht man die vier Schrauben, die vier Befestigungen, um am Motor bzw. am Zahnkranz festgemacht zu werden. Ja. Da ist auch irgendwie Öl reingekommen. Auch nicht so witzig. Gut, dass es jetzt raus ist. Hier oben ist noch der Kurbelwellensensor. Hier oben in der Glocke. Moment, ich gehe mal näher dran. So. Das ist der Kurbelwellensensor. Der fliegt jetzt auch raus. Braucht er nicht mehr. Ist ja keine Elektronik mehr drin. Genauso wie der Ladedrucksensor. Und so weiter und so weiter. Es fliegt alles raus. Läuft alles jetzt rein mechanisch. Wollte ich so haben. Funktioniert. Super. Ja. Licht aus. Motor liegt jetzt erstmal auf Palette. Ja, den Motorkran hier drin zusammenbauen und dann kann ich da den Motorständer hängen. Wenn es nicht klappen sollte, ist das relativ unaufwendig, den Wagen jetzt wegzuziehen und den gelben hier reinzufahren. Ja, da muss ich auch nicht viel lösen. Wie gesagt, ja, nur die beiden Motorlager und hinten der die Getriebetraverse und dann wird das so rausgerissen nach vorne. Ja, das geht dann auch wesentlich besser. Okay, ich denke mal, ich mache das Video fertig, damit ihr was morgen zu gucken habt. Ich habe morgen noch reichlichst zu tun. Ja, Motor, Kran, Motorständer aufbauen und so weiter und so weiter und so weiter. Das gibt noch genug Futter. Ich wünsche euch was. Ich mache jetzt Feierabend. Ich habe Hunger. Tschüss.